Thema heute ist Finanzinnovation und Systemrisiken. Das ist der Inhalt für heute. Nach einer Einführung werde ich die Rechtfertigungen der Finanzinnovation erklären und danach die Probleme, die mit dieser Finanzinnovation entgegengekommen sind. Danach Schlussfolgerung. Wenn Sie ein Buch, ein Finanzbuch nehmen, ein Finanzbuch für die Studenten nehmen, werden Sie meistens lesen, dass die Finanzinnovation als ein positives Phänomen dargestellt wird. Nicht nur vor 2007, aber noch heute. Ich habe noch auch Kollegen im Ausland gehört, die sagen, ja, die Finanzinnovation erzeugt Wachstum und produziert keine Systemrisiken. Man muss nur ein bisschen lesen und versuchen zu verstehen, was passiert mit der Krise, um klar zu verstehen, dass es leider nicht der Fall ist. Die Finanzinnovation erzeugt leider Systemrisiken. Und das Wachstum, wissen Sie, wo das Wachstum ist, das funktioniert leider nicht heutzutage. So, es gibt Probleme, wir müssen diese Probleme anerkennen. Wovon kommt diese Finanzinnovation? Meistens von Investmentbanken, die nicht genug reguliert sind, und von Hedgefonds, die fast nicht reguliert sind. Und es entspricht meistens Derivativprodukten. So, der Fokus in den letzten 20 oder 25 Minuten wird auf Derivate sein. Wie Sie wissen, sind die meisten Derivate-Optionen Forwards, Futures und Swaps. So, ich werde nicht ins Detail gehen, aber wie Sie wissen, Optionen erlauben eine Aktie zum Beispiel, erlauben der Besitzer der Option eine Aktie zum Beispiel zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist ein Recht. Mit Forwards und Futures, es handelt sich um eine Pflicht. Man muss kaufen oder verkaufen. Es gibt Swaps, es handelt sich um einen Austausch. Und CDS, Credit Default Swaps, ich werde darüber sprechen. Was sind die Rechtfertigungen der Finanzinnovation, der Derivate? Wenn Sie noch einmal ein Finanzbuch nehmen, was werden Sie lesen und finden? Argumentation, Rechtfertigung Nummer 1, Deckung. Diese Produkte sind nützlich, um eine Deckung, ein Hedging zu machen. Rechtfertigung Nummer 2, um zu spekulieren. Die implizite Annahme mit der Rechtfertigung Nummer 2 ist, dass Spekulation immer positiv ist. Rechtfertigung Nummer 3, um Arbitrage-Gewinne zu realisieren. Und was implizit auch hier ist, dass es immer positiv ist. Nummer 4, im Fall von Stock-Optionen, Aktienoptionen, wie Sie lesen können, um die Interessen des Managements an jene der Aktionäre zu binden. Ziel ist es, das Management dazu zu bewegen, angemessene Risiken einzugehen und so den Wert der Aktien zu steigern. Das ist, was Sie noch heute lesen können. Es entspricht leider nicht der Wirklichkeit. Ich werde ein paar Fälle zeigen. Ähnlich, um die Informationseffizienz der Markt zu fördern. Was ist die Intuition? Durch Transaktionen werden Informationen in die Märkte getragen. Es ist leider nicht immer der Fall und nur selten der Fall mit Derivatenprodukten, die sehr, sehr diskret sind, die sehr undurchsichtig sind und es ist sehr schwer, transparente Informationen hier mit Derivate zu kriegen. Es gibt 5 Rechtfertigungen, es gibt auch 5 Probleme. Problem Nummer 1 entspricht der Rechtfertigung Nummer 1. Deckung. Aha. Der Anteil des Handels, der nur Risiken absichern sollte, entspricht nur einem kleinen Teil des Totals. Der Nennwert aller Derivativprodukte entspricht heutzutage 12 mal höher als der weltweite BIPs. 12 mal höher. Wenn diese Produkte nur
Deckung sein sollten, dann sollten sie vielleicht 10, 20, 30% entsprechen des BIPs, aber nicht 12-mal mehr. Problem Nummer 2, wie schon erwähnt, ist in der Finanztheorie, Spekulation ist in der Finanztheorie nur positiv betrachtet. Aber Spekulation kann auch gefährlich sein. Ich werde hier ein Beispiel geben mit Lebensmittelspekulation. Jetzt Spekulation und Arbitrage zusammen. Sie erzeugen Risiken, das ist der Punkt. Die Rechtfertigung Nummer 1 ist noch einmal Deckung. Aber die Investmentbanken und die Hedgefonds, die diese Produkte verkaufen, verhalten sie mit einer Art pyromanischer Feuerwehrlogik. Das heißt, sie verkaufen Produkte, die in der Lage sein sollten, die Unternehmen zu decken, aber diese Produkte erzeugen Risiken. Und dann können diese Investmentbanken noch mehr sogenannte Deckung verkaufen. Das ist gut für diese Investmentbanken, das ist nicht gut für die Realwirtschaft, das ist nicht gut für die Gesellschaft. Und im Fall von Pronofair, im Fall von Maxine Optionen, erzeugt die Finanzinnovation beim Management den Anreiz, übermäßige Risiken einzugehen, ohne diese zu tragen. Prinzip Nummer eins unserer Gesellschaft ist, dass diejenigen, die Risiken eingegangen sind, sollen diese Risiken tragen. Prinzip Nummer eins. Dieses Prinzip wird immer weniger respektiert. Diejenigen, die Risiken eingegangen sind, ich meine die CEOs von Lehman Brothers, ich könnte anderen Namen erwähnen, tragen nicht diese Risiken. Wer trägt die Risiken? Der Steuerzahler, der Rentner, die Aktionäre und so weiter. Die CEOs nicht. Und das ist ein Problem. Ähnlich Derivativprodukte erlauben diskreten Insiderhandel. Zuerst möchte ich jetzt, ich werde danach tiefer gehen, aber ich möchte ein offizielles Bericht erwähnen, auch interessant. Offiziell noch einmal, 500 Seiten, das können Sie im Internet finden, gratis. Ich werde nur ein paar Sätze zeigen hier. Structure Finance, it was not reducing the risk. Was war das Ziel dann? The growth of derivatives, by far the most significant event in finance during the past decade. Conclusions. We conclude there was a systemic breakdown in accountability and ethics. We conclude over-the-counter derivatives contributed significantly to this crisis. Offizielles Bericht für die Regierung in den Vereinigten Staaten. Okay? Es ist nicht Michael Moore, es ist offiziell. Problem Nummer 1, ich werde jetzt ein bisschen tiefer gehen. Wie schon erwähnt, die Derivaten entsprechen das 12-fache des weltweiten BIPs. 12-mal. Das ergibt Systemrisiken. Es ist zu viel. Es gibt zu viele Derivativprodukte im Umlauf. Jetzt CDS, um ein Beispiel zu betrachten. Zuerst die Definition, um klar zu sein. Was ist ein CDS? Es ist ein Finanzprodukt, dass es seinem Käufer ermöglicht, sich vor dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit eines Vertragspartners zu schützen. Das ist, was Sie lesen, die meisten Dokumente im Internet auch. Was können Sie auch im Internet finden? Nutzen eines CDS. Ein CDS sichert den Käufer, Deckung, gegen Kreditrisiken, indem diese auf den Verkäufer des Papiers übertragen werden. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Es stimmt, dass die Realwirtschaft auch Deckungen braucht. Und dann lesen Sie oft eine kleine Bemerkung, viel kleiner. Man muss nicht zwangsläufig eine wirkliche Risikoposition in dem versicherten Basis geschöpft haben, um einen CDS eingehen zu können. Überraschend, nicht? Wenn man zwischen den Zeilen liest, das bedeutet, dass Sie um eine Deckung zu kaufen, müssen Sie nicht unbedingt die Risiken tragen, das ist perfekt. Sie haben kein Auto, aber Sie kaufen trotzdem eine Versicherung. Was ist die Logik?
Sie haben kein Auto, aber Sie können, jedenfalls spielt keine Rolle, Sie können eine Versicherung kaufen für Ihren Nachbarn. Er hat ein Auto und Sie wissen, dass er schlecht fährt. So, Sie kaufen eine Versicherung. Und nicht nur ein, aber 10 oder 100. Es ist verboten für Autos. Es ist erlaubt hier. Naked, sogenannte Naked CDS. Aha. Es könnte falsche Anreize erzeugen. Mögliche Probleme hier. Es kann passieren, dass die durch den CDS bestehende Versicherungsansprüche ein Vielfaches des Nominalwerts derjenigen Forderung übersteigen, die durch die Kontrakte versichert werden. Eine solche Situation ist vom Blickpunkt der Versicherung betrachtet her erstaunlich. Was können wir jetzt beobachten? In der Tat, das Volumen vom Kreditderivaten ist seit 1980 explodiert. Jetzt, das heißt, in 2008 hatten wir ca. 60 Billionen, so 60.000 Milliarden. Jetzt ist es kleiner geworden. Und dieser Wert ist zu vergleichen mit den Anleihen. Anleihen ist, Nennwert von Anleihen ist 25 Billionen. Das heißt, dass nur rund die Hälfte der ausstehenden CDS-Kontrakte ist auf eine echte Versicherung zurückzuführen und damit rechtfertigbar. So, die andere Hälfte ist nicht rechtfertigbar. Jetzt könnte ich vielleicht ein Beispiel geben, um klar zu sein. Hier haben Sie eine Bank, eine Unternehmung und eine Versicherung. Okay? Die Bank möchte, die Unternehmung möchte investieren und geht einen Kredit ein. Die Bank gibt einen Kredit, zum Beispiel X, 10 Millionen zum Unternehmen. Und mit diesen 10 Millionen wird das Unternehmen investieren. Das Unternehmen auch braucht Versicherung, Verträge, wie immer. Bonds, Feuer und so weiter. So, das ist normal, nicht? Und Sie kaufen Verträge zu Versicherung, Unternehmen. Jetzt, die Bank denkt, dass das Unternehmen vielleicht nicht in der Lage ist, das Geld zurückzugeben. Okay? Das könnte möglich sein, es gibt Risiken, um diese X Millionen zurückzugeben. So, die Bank kauft CDS, Credit Default Swaps. Hier ist es eine Versicherung. So, wenn das Unternehmen anstatt 10 Millionen zu geben nur zum Beispiel 3 gibt, dann die Versicherung hier wird die Differenz geben, das heißt 7 Millionen, nicht? Das ist die Logik des CDS. So, es ist eine Versicherung. Und wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, die 10 Millionen zurückzugeben, die Versicherung wird die Differenz geben. Diesem Beispiel. Es ist normal, hier spielt es eine Rolle von Versicherung. Und das ist Kapitalismus. Hier etwas Komisches passiert. Anstatt eine Versicherung für X Millionen, 10 Millionen zu kaufen, anstatt so CDS für 10 Millionen zu kaufen, kauft die Bank, die Investmentbank hier, CDS für Y, sehen Sie, wo Y zum Beispiel 100 Millionen entspricht. Okay? Aber das Risiko entspricht nur 10 Millionen, X, nicht 100, Y. Und hier handelt es sich um nackte CDS. Das Problem ist, dass hier gibt es falsche Anreize. Wenn der Kunde der Investmentbank hier ein Geschäft macht, dann wird das Unternehmen in der Lage sein, das Geld 10 Millionen zurückzugeben. Wenn der Kunde der Bank, das Unternehmen hier bankrott geht, dann dieses Unternehmen wird nicht in der Lage sein, das Geld zurückzugeben. Die Bank wird ihre CDS aktivieren und anstatt X Millionen zu kriegen, 100 zu kriegen. Das ist falscher Anreiz. Für die Bank, es ist besser, wenn ihre Kunde bankrott geht, als wenn ihre Kunde gute Geschäfte macht. Das ist nicht mehr Kapitalismus, es ist etwas anderes. Okay? Das ist nicht die Logik unserer Gesellschaft seit 1980 und 90. Das ist etwas anderes. Und das ist sehr gefährlich für die Realwirtschaft und für die Gesellschaft. Es kann noch schlimmer sein, eine neue Bank kann drin kommen
Neue Bombe, die keine Verbindung hat mit dem Unternehmen. Und sie könnte auch CVS kaufen. Okay? Warum sollte sie CVS kaufen, wenn sie keine Risiken hat? Sie hat nicht einen Kredit zu diesem Unternehmen gegeben. Sie hat keinen Kredit gegeben. Trotzdem kauft sie es CVS. Und dann kann sie Spekulation machen. Es war der Fall im September 2008, nach der Bankrott von Lehman Brothers. Andere Banken haben gesagt, dass JP Morgan Probleme hatte. So, was ist die Idee? Um 9 Uhr morgens kaufen andere Banken, wie Lehman Brothers, Goldman Sachs, CDS auf JP Morgan zum Beispiel, um 9 Uhr. Der Preis ist nicht so hoch. Um 9.15 Uhr, sie beginnen zu sagen, dass JP Morgan Probleme hat, große Probleme hat. Und wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ihre Schulden zu bezahlen. Was ist die Auswirkung? Der Wert der CDS beginnt zu steigen. Dann machen sie Nachverkäufe um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 2 Uhr. Am Ende des Tages, der Wert des CDS ist sehr hoch und sie verkaufen die CDS. Das ist ein Gewinn. Rein spekulativ Gewinn, es hat keine positive Auswirkung auf die Realwirtschaft. Am Ende der Geschichte, was passiert? Es gibt ein paar Bankrotte hier und wir kommen als Steuerzahler und wir bezahlen. Und das ist, was ist bis jetzt passiert. Ein paar Bankrotte, wer spielt die Rolle der Versicherung AIG? Wer spielt die Rolle vom Unternehmen hier? Es war Lehman Brothers. Lehman Brothers ist bankrott gegangen 2008. Und AIG, die Versicherungsunternehmen, hat zu viel CDS verkauft vor 2008 und war nicht in der Lage, das Geld zurückzugeben. So, AIG war quasi bankrott. Aber was ist passiert? Noch einmal, wir kommen hier, der Steuerzahler kommt und bezahlt. Und spart. Und das ist problematisch. Ich möchte, wie gestern, wenn wir vom Geldmangel die Gäste von Birmingham gesprochen. Ich möchte hier auch einen Punkt erklären. Dieses Spiel hat eine Auswirkung auf die Geldmenge. Die Geldmenge steigt. Warum? Weil wenn die Bank hier und dort CDS kauft, können diese zwei Banken CDS als Collateral, als Versicherung betrachten und dann können sie mehr Kredit machen zu anderen Kunden. Und die Geldmenge steigt. Und es ist sehr schwer zu wissen, weil man muss diese CDS, diese Kreditdirekte betrachten. Das ist viel komplizierter als mit normalen Krediten. Wenn Sie mit diesem Thema interessiert sind, gibt es eine Quelle, gibt es verschiedene. Eine Quelle ist hier auch interessant. Also hier ist es erklärt. Und in Bezug auf die Geldmenge, in den Vereinigten Staaten gab es M3, die Statistiken für M3. Bis 2006 nur bis hier. Und danach kann man versuchen, die Geldmenge zu kriegen. Aber die offiziellen Daten gehen nur bis 2006. Okay? Und hier haben Sie so noch einmal 2006, 8, 10, 12. Und hier sehen Sie, haben Sie die CDS, Credit Default Swaps, und Sie sehen, dass nach dem Anfang des Finanzkrises, es geht dann unten und dann auch sehen Sie, scheint es, dass es eine kleine Verbindung gibt auch. Das ist ein Thema, die Geldmenge steigt auch mit Kreditderivaten. Ich habe noch 10 Minuten. Problem Nummer 2, Lebensmittel. Spekulation sollte immer positiv sein. Ich habe Finanzkollege in der Radio gehört, das war vor einem Jahr, Bezug Lebensmittel. Und der Journalist hat gefragt, was denken Sie, was können Sie sagen in Bezug auf Spekulation? Und der Kollege sagt, ja, es ist gut, es erzeugt Liquidität im Markt, Punkt. Es ist entweder Naivität oder Zynismus. Es gibt Leute in Afrika, die versuchen zu überleben mit wenigstens $2 pro Tag. Wenn wir als Finanzprofessor dort gehen und sagen, das ist gut, alles ist in Ordnung, es gibt mehr Liquidität im Markt, ich bin nicht überzeugt, dass es der Antwort ist, die Lösung ist. Es gibt einen Trade-off zwischen Liquidität und Stabilität. Insbesondere in Afrika, Stabilität für
den Verbraucher und der Produzenten. Und der Preis, es gibt apropos einen Bericht, sehr auch interessant über Lebensmittelspekulation. Die Preise sind viel gestiegen, wurden multipliziert von 2 oder 3. Und es gibt Leute in Afrika, die gestorben sind und nicht genug oder die krank geworden sind. So der Punkt ist nicht mehr Liquidität im Markt, aber mehr Stabilität zu erzeugen. So sind sie gemäß dem IWF, geben die ärmsten Haushalte im Entwicklungsländer zwischen 50% und 90% ihres Einkommens für Ernährung aus. Das ist viel. So wenn die Preise durch 2 oder 3 multipliziert sind, es gibt Leute, die noch einmal die krank sind oder die sterben. Es gab immer Spekulationen mit, so es ist die traditionelle Spekulation mit Angebot und Nachfrage, aber Angebot und Nachfrage reicht nicht, um diesen Anstieg, diesen Preisanstieg zu erklären. Der Anstieg war viel zu hoch. Warum? Weil andere Spekulanten gekommen sind, neue Spekulanten. Sie haben bemerkt, dass es vielleicht so viele Risiken gibt mit Aktien und Anleihen und sie haben gedacht, okay, die Leute werden immer versuchen zu essen. Dann gehen wir in Lebensmittel. Und die Auswirkungen sind tragisch noch einmal in Afrika. Ich muss ein bisschen schneller gehen. So, es gibt noch einmal traditionelle Spekulationen. Wenn Sie interessiert sind, draußen gibt es meinen Artikel in der NZZ vom Juli 2011. Die Themen sind drin. Es gibt traditionelle Spekulationen, aber noch einmal, es reicht nicht, um die Lage zu erklären. Es gibt neue Spekulanten, die noch einmal in diesen Markt gekommen sind. Man muss wissen, dass für Futures-Verträge zum Beispiel nur 2% aller Futures-Verträge, so gemäß der Erfahrung, wir bei nur 2% aller Futures-Verträge der zugrunde liegende Rohstoff tatsächlich für sich gilt. Das heißt, für 98% der Verträge, der Käufer, der Verkäufer nicht sieht der Rohstoff. Nicht. So, es gibt mächtige Teilnehmer, die in der Lage sind, die Lebensmittelpreise zu beeinflussen. Und das ist sehr problematisch. Es gibt so die, noch einmal diese neue Form von Spekulation mit Long Futures. So, hier, das heißt, Sie gehen Long, Sie kaufen, Sie sind in Long Positions hier und die Auswirkung ist, dass die Preise steigen. So, Derivativprodukte spielen nicht immer eine positive Rolle. Was wichtig hier auch wäre für das Finanzwesen, zu unterscheiden zwischen gute und schlechte Spekulation. Noch einmal, in der Finanzsphäre ist Spekulation immer positiv betrachtet. Aber es wäre interessant zu sagen, okay, das ist positiv und das ist negativ. Und in der Tat, allgemein ist Spekulation nützlich für die Volkswirtschaft, wenn diese auf öffentliche Information beruht oder auf einer Technologie, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Eigentlich, denn die Spekulanten verkaufen Versicherungsprodukte an Unternehmen, die sich gegen bestimmte Risiken absichern, müssen selbst der Ökonomie nutzen diese Transaktion voraus, dass die Spekulanten weder im Besitz von privilegierten Informationen sind, noch in einer Situation, in der sie stärker diese Risiken beeinflussen können. Sonst würden die Unternehmen durch diese Transaktion Schaden nehmen und die Spekulation würde eine gesellschaftliche Nutzlosigkeit mit einer privaten Profitabilität erzeugen. Wenn Sie interessiert sind, es war geschrieben vor 40 Jahren von Jack Hirschleifer, UCLA, und unter anderem Ökonomen von UCLA, Vereinigten Staaten, die auf vertraulich informationsbasierenden Spekulationen zwingt doppelte Kosten der Gesellschaft auf. Sie vergeudet Ressourcen und unterminiert die Märkte. Berühmte Ökonomisten haben darüber vor 40 Jahren gesprochen. Es scheint, dass wir das vergessen haben. Paul Volcker hat das Problem mit Liquidität erwähnt. Problem Nummer 3. 4 Minuten? Circa. Es geht jedenfalls. Ich werde von High Frequency Trading sprechen. Spekulation und Arbitrage sollte positiv sein. Aha. Ich werde sehr schnell zwei Beispiele betrachten. High Frequency Trading. Investmentbanken machen High-Frequency-Trading. Die großen Banken, die in der Lage sind, High-Speed-Computer, großen Computer zu kaufen
Und sie können handeln an der Millisekunde. Was ist der Sinn, an der Millisekunde Aktien zu kaufen oder zu verkaufen? Die Realwirtschaft funktioniert nicht in der Millisekunde. Es handelt sich um Stunden, Wochen, Monate und so weiter, nicht an der Millisekunde. Es ist wichtig zu wissen, dass 95% der Trades sind annulliert nach ein paar Millisekunden. Das ist ein Spiel. Man kauft und nach ein paar Millisekunden annulliert alles und kauft wieder und verkauft und so weiter. Und das kann gefährlich sein für die Realwirtschaft. Circa zwischen 60 und 70% der Verträge der Aktien des Volumens in den Vereinigten Staaten entspannt diese High Frequency Trading. 60-70, das ist schon viel. 40-50 in Europa, schon viel. Aber so, ich gehe ein bisschen schneller. Es gab einen Mini-Krach im Mai 2010 mit diesem High Frequency Trading. Und was ist die Auswirkung? Wenn das Risiko steigt, dann dieselben Investmentbanken können sagen, okay, wir haben Deckungsprodukte, wir verkaufen Deckungsprodukte. Das ist diese pyromanische Feuerwehrlogik. Sie erzeugen Risiken und sie verkaufen auch Deckungsprodukte perfekt. Alles ist drin. Jetzt mehr Griechenland. Sollte Spekulation und Arbitrage positiv sein? Wie Sie vielleicht wissen, die Lage in Griechenland in 1999 war schon kompliziert. Und die Investbank Goldman Sachs hat Griechenland geholfen, ihre Schulden zu verstecken. Und es war so ein Swap. Was nützlich war, war diese Finanzinnovation auch. Es war ein Swap, Currency Swap in diesem Fall. Ziel war, mindestens 1 Milliard Euro zu verstecken. Und dafür hat Goldman Sachs 300 Millionen gekriegt. Wunderbar. Die Daten waren falsch. Mehrheitsweise betrug das BIP offiziell unter 3%. Aber in Wirklichkeit, es war immer zwischen 3,7 und 5,3. Wissen Sie, wer Direktor von Goldman Sachs Europa war am Anfang des Jahrhunderts? Mario Draghi, der Direktor der EZB. Alles ist in Ordnung. Bis jetzt hat er dieses Geschäft nicht öffentlich verurteilt, obwohl man dieses angesichts seiner Funktion erwarten dürfte. Er hat gesagt, ich wusste nicht, alles in Ordnung. Er ist Direktor der EZB. Er sollte in der Lage sein, Lösungen zu unseren Problemen finden. Es war der Fall für andere Länder. Wenn Sie interessiert sind, gibt es Fälle. Es handelt sich um einen Buchhaltungsarbitrage. Das kann nicht sehr gefährlich sein. Sehr schnell Aktienoptionen. Eine halbe Minute. hier haben Sie die Verluste für Investmentbanken und hier die Entlöhnung, Compensation für direkt für CEOs und so weiter. Es scheint leider, dass es einen positiven Trend gibt zwischen Verluste und rein Zufall. Und noch einmal, die Verluste, der Punkt ist hier, dass die Verluste sind nicht für die CEOs. Das ist der Punkt, dass sie nicht verantwortlich sind für die Verluste. Wir sind jetzt verantwortlich als Steuerzahler. Können Stock Options helfen, um den Wert der Aktie zu steigen? Hier sehen Sie der Fall UBS. Reingewinne, ich könnte sagen Reinverluste auch, Reingewinne für Aktie, hier sehen Sie die Krise, und Dividende. So ist logisch, wenn es Probleme gibt, wenn es Verluste gibt, die Aktionäre kriegen keine Dividende. Das ist Kapitalismus, das ist logisch. Gibt es eine enge Verbindung zwischen Aktionären und Management? Gemäß Stock Options, ja, sollte der Fall sein. Wenn es Verluste gibt, die Aktionäre kriegen gar nicht. Und die CEOs, das Management, sollte auch gar nicht kriegen. Hier sind der Fall für das Management. Hier dieselbe Verluste, aber hier die Boni. Komisch. Ich dachte, aber ich war wahrscheinlich naiv, ich dachte, dass wenn es Verluste gibt, noch einmal, die,
Die Aktionäre kriegen gar nicht und die CEO, das Management sagt er auch gar nicht kriegen. Aber sie kriegen trotzdem. Sind sie im Rot? Die Boni. Noch schlimmer mit Lehman Brothers. Er war zwischen 2000, der Direktor, Richard Full, hat zwischen 2000 und 2007 circa 500 Millionen Dollar gekriegt. Drei Viertel kommen vom Stock Options. Was hat er gesagt? We had a compensation committee that spent a tremendous amount of time making sure that the interest of the executives and the employees were aligned with shareholders, because we wanted them to think, act and behave like shareholders. When the company did well, we did well. When the company did not well, we did also well. This is a quote. Das ist eine unverhohlene Unwahrheit. Das ist eine Lüge. Seine astronomischen Gewinne stehen im Gegensatz zu den schweren Verlusten, welche die Aktionäre in dem Insolvenzprozess hinnehmen mussten. Ich habe eine halbe Sekunde jetzt. Ich habe keine mehr Zeit. Ich wollte über Insider Trading sprechen. Aber nur am Ende, wenn Sie interessiert sind. Wir haben einen Aufruf geschrieben mit ein paar Kollegen in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Und es ist im Internet, wir haben einen Blog, responsiblefinance.ch, Forschung, Aufruf von Dozierenden und Forschern. Forschung in Lehre, in Wirtschaftswissenschaften, Finance und Management sollten erneut werden, mit dem Ziel, dem allgemeinen Wohl besser zu dienen. Der Punkt ist, dass die Chicago-Schule übt ein Monopol aus. Und das ist sehr gefährlich. Sie haben von Elite gesprochen am Anfang. Die sogenannte Elite in der Akademie schweigt. Sie spricht nicht, das Haus brennt und sie machen Forschung. Forschung, ich hoffe, auf welchem Thema? Ich hoffe, um Lösungen zu finden, nicht besonders. Das ist gefährlich. Es gab ein Buch, ich werde expertig, es gab ein Buch in der 30er Jahre, La Trahison des Clercs. Ziel war zu erklären, wie die sogenannte Elite eine Verratung gemacht hat. Hier sind wir in 2011 und 2012. Es gibt auch eine Art Verratung der Elite. Danke.